besondere Fächer an meiner Schule gibt es viele, aber hier ist es halt einfach sehr schülerbasiert einfach. Also du kannst da wirklich als Schüler entscheiden, ob wir das jetzt machen oder nicht. Und das, ich finde es echt mega gut. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Mein Name ist Joshua, ich bin 16 Jahre alt und ich bin gerade mit Kulturwerke Deutschland in Irland. Im heutigen Video erzähle ich euch was über meine Schule und wie es da so abläuft, was da für Besonderheiten gibt und ja, dann euch mal viel Spaß im Video. Habe ich euch jetzt vorhin schon ein bisschen meine Schule so gezeigt, wie es da so aussieht, was so alles gibt. Und ja, dann erzähle ich euch jetzt nochmal das theoretische Zeug. Also, meine Schule heißt die North Wicklow Educate Together Secondary School und die ist in Bray. Bray ist auch eine ganz gute Location so, also ist die neuntgrößte Stadt in Irland, hat trotzdem halt nur 35.000 Einwohner. Aber ist auch ganz cool, ist nämlich nahe zu Dublin, da kommt man dann gut hin. Und es hat eigentlich, ich finde, es ist eigentlich keine schlechte Größe so. Es ist jetzt nicht zu groß und nicht zu klein. Deswegen ist Bray da ganz gut. Die Schule ist relativ jung und neu und aber deswegen auch ein bisschen kleiner. Hat aber halt auch nur 350 Schüler, es ist nicht so riesig. Aber ja, hat halt die Besonderheit, dass es eine Educate-Together-Schule ist. Das bedeutet, dass einfach wird viel mehr akzeptiert im Prinzip. Also, das sind dann auch mehr Leute mit Behinderung und Educate Together ist halt einfach nicht so wie die meisten Schulen in Irland mit Schuluniform und erzchristlich und alles. Und das ist dann eher so mehr Diversität und mehr Akzeptanz und alles. Und ich finde das eigentlich echt ganz cool. Sportarten kann man bei mir jetzt in der Schule, kann man auch ein paar machen. Wobei ich finde jetzt nicht so krass viele. Also man kann Fußball spielen, Basketball und Rugby. Ich bin auch im Fußballteam. Das ist hier eigentlich echt ganz cool gemacht, so weil, also so wie ich das kenne aus Deutschland, wir haben halt immer nur so jung trainiert für Olympia. Da spielt man dann einmal im Jahr Fußball mit seinem Team und das war's dann halt. Hier ist es so, hier gibt es halt wirklich diese Leagues. Also man spielt gegen eine andere Schule in der Umgebung und da ist es dann wirklich wie so eine Tabelle und so, also wie in einem normalen Fußballclub im Prinzip. Und ja, das ist eigentlich echt mega cool. Und wir hatten jetzt auch schon zwei Spiele. Besondere Fächer an meiner Schule gibt es viele, aber ich glaube, das ist auch einfach im Allgemeinen. In Irland ist es ziemlich viel. Bei mir gibt es jetzt so DCG, das heißt Design and Communication Graphics. Das ist einfach so ein bisschen um Product Design und man lernt so mit 3D-Softwares zu arbeiten. Mega cool. Hatte ich jetzt in meiner letzten Rotation. Genauso wie Animation. Da lernt man einfach, wie man Sachen animiert. Weitere Fächer sind halt so Business, Printing, Media Development, Development Education, First Aid. Also gibt es da echt ganz, ganz viele Sachen. Also ich habe auch alles von den, alle von den Fächern habe ich dieses Jahr. Da ich ja im Transition Year bin, heißt, da gibt es halt auch diese Taster Courses. Und ja, deswegen probiere ich da jetzt halt so alle mal aus. Das ist eigentlich mega cool. Man bekommt dann von so allem mal was mit. Und ist auch echt mega interessant, weil das hat man halt einfach in Deutschland nicht. Und das ist halt einfach echt mal cool, so für die Experience einfach. Besonders an meiner Schule ist, wie schon gesagt, dass es halt eine Educate-Together-Schule ist. Ich finde an dieser Educate-Together, an diesem Educate-Together-Konzept, das ist eigentlich mega cool. Ich finde, es ist viel persönlicher. Also jetzt nicht nur im Vergleich zu den anderen Schulen in Irland, die halt alle eine Schuluniform haben, wo es dann alles ziemlich strikt und relativ christlich abläuft, ist halt bei dem Educate-Together, ist es halt so, dass es viel mehr auf einer persönlicheren Ebene ist und man, also zum Beispiel, man spricht auch die Lehrer mit Du an, wir haben keine Schuluniform und es ist einfach auch viel mehr schülerbasiert und auch einfach, es ist nicht so krass auf Wissen angelegt, wie in Deutschland jetzt zum Beispiel, sondern auch, es wird sich auch gut darum gekümmert, ob es den Schülern auch gut geht, was ich auch echt ganz cool finde. Was mir so am besten gefällt, ist einfach so diese Offenheit von der Schule, dass da halt einfach, da wird man einfach so genommen, wie man ist. Das ist eigentlich echt mega cool, halt einfach ein cooles Konzept. Und auch die Lehrer, also die Lehrer hier sind echt mega nice. Also
das muss man echt mal sagen. Ja, und ich komme eigentlich mit jedem Lehrer echt gut klar. Und die sind alle mega witzig und können halt aber auch gut unterrichten. Das ist echt mega cool. Der Unterricht ist halt auch echt nice. Also hier, zumindest an der Educate Together Schule, also an meiner Schule, ist es sehr schülerbasiert sogar. Also zum Beispiel jetzt in Geschichte haben uns die Lehrer am Anfang Themen gegeben und haben gefragt, so, was würdet ihr von denen machen, am liebsten machen wollen. Und dann durften wir uns halt die Themen raussuchen und dann haben die es auch noch so gefragt, so, habt ihr auch noch Vorschläge, wollt ihr unbedingt irgendwas machen, so, dann können wir das auch machen. Also es ist halt nicht so wie in Deutschland, wo jeder Lehrer sagt, ja, ich ziehe jetzt hier meinen Lehrplan durch und mich juckt es einfach nicht, ob es euch interessiert oder nicht, es wird halt gemacht. Hier ist es halt einfach sehr schülerbasiert einfach, also du kannst da wirklich als Schüler entscheiden, ob wir das jetzt machen oder nicht. Und das, ich finde es echt mega gut, weil das gehst dann da nicht so in den Unterricht rein, denkst du so, ach nö, nicht schon wieder irgendein langweiliges Thema, was mich eh nicht interessiert, sondern gehst halt mit der Einstellung rein, so cool, das Thema habe ich mir selber ausgesucht, das finde ich interessant, mega nice. Auch im Allgemeinen ist es sehr entspannt so, also es besteht kein großer Druck da irgendwie gut zu sein in der Schule im Prinzip. Liegt aber, glaube ich, auch am Transition Year. Also wir schreiben jetzt hier auch keine Arbeiten. Also wir haben jetzt in den Hauptfächern, also Mathe, Englisch, Spanisch und Irisch, haben wir zwar Assessments geschrieben, aber das war halt einfach nur so eine Leistungseinschätzung. Das hat jetzt eigentlich nicht so viel, hat jetzt eigentlich keinen gekümmert. Und auch im Allgemeinen, also so, was hier unterrichtet wird, das hat man in Deutschland in der Regel schon vor 2 Jahren oder einem Jahr gemacht. Also das sollte euch da auf jeden Fall nicht schwerfallen. Von der Klassengröße ist es hier, glaube ich, relativ ähnlich wie in Deutschland. Also wir haben jetzt in meiner Klasse, wir sind 25 Schüler und Schülerinnen. Was ist jetzt, glaube ich, so im Unterschied? Es ist jetzt nicht so krass viel mehr oder krass viel weniger als in Deutschland, glaube ich jetzt. Wir sind aber halt nur A und B, also wie ich jetzt kenne, so zum Beispiel in größeren Städten wie Köln oder Frankfurt oder sowas, da hat es dann auch schnell mal so A, B, C, D, E. Das ist jetzt nicht so, wir haben hier nur 2 Klassen, aber das ist eigentlich mega entspannt. Dieses Educate Together Programm, also diese Schule von mir, ich mag die eigentlich echt voll, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Das soll es dann auch schon wieder von meinem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert oder wenn ihr auch Lust auf ein Auslandsjahr bekommen hat, dann könnt ihr auch gern hier auf dem Channel von Kulturwege Deutschland euch noch mehr Videos anschauen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss.